Was geht YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. Es ist mal wieder Dienstag. Die Händler haben neue Ware bekommen und wir haben Update 20.1 bekommen. Das schauen wir uns mal eben gleich nochmal an, was es so zu bieten hat. Und wir fangen mit dem Clanhändler an. Und der Clanhändler hat die Stürmerknie schon mit einem Maxwert Rüstungsregeneration. Falls ihr das nicht habt, wie gesagt, kaufen, übertragen. Dann hat er hier noch Gilagard Knie schon mit Schaden durch kritische Treffer. Rüstungswert gar nicht so schlecht. Und ja, ich würde die definitiv kaufen, falls ihr keine habt. Ich habe mir schon eine gekauft. Reparaturfertigkeiten würde definitiv wegrollen. Chance oder Rüstungsregeneration für so ein Rüstungsregeneration-Bild zum Beispiel, weil Gilagard sagt seit dem Update bei 3er-Bonus 2% Rüstungsregeneration. An sich sehr interessant. Hab auch ein Bildvideo dazu gemacht. Dann haben wir hier noch zwei Fassmax-Werte. Kann ja sein, dass ihr das nicht habt. Wir haben hier Lebensenergie, interessiert keinen, aber Kopfschussschaden am Holster für ein Sniper-Bild gar nicht verkehrt. Der Countdown-Händler hat Reserve-Boomstick. Ja, die Werte sind ziemlich kacke, Attribut auch kacke, aber was nicht kacke ist, die Waffe. Die Waffe hat anstatt 15% 17% Schrotflintenschaden. Leider ist ein ganz seltener Drop. Ich habe die mittlerweile hochgespielt, die ist bei mir auf Experte. Die Drop, glaube ich, soweit ich weiß, nur in der Dark Zone, verbessert mich, vielleicht. Also wenn es anders ist, aber ich glaube, die gibt es nur in der Dark Zone. Und die ist aber auch sehr, sehr selten bei den Händlern. Das heißt, einfach kaufen, in die Tasche reinstecken, weiter leveln, bis die auf Experte ist. Der Händler im Theater hat die Whisper, die neue benannte Gewehr anzubieten, zu kaufen, um zu damit zu spielen. Lohnt sich nicht, aber um es zu spenden. So wie ihr sehen könnt, ich habe Expertise Rang 2. Bei den benannten Sachen, wenn man die zweimal spendet, hat man einen Rangfortschritt. Somit bräuchte ich 16 Mal kaufen. Und wenn ihr da Überschuss an Kohle habt und die Waffe noch nicht auf Experte habt, somit wie gesagt hier kaufen und spenden. Der Händler im Schloss hat Bigeros-Holster anzubieten. Gab es auch schon letzte Woche mit sogar einem besseren Rüstungswert. Vielleicht gibt es einige unter euch, die das verpasst haben, sich das Ding noch nicht gekauft haben. Könnt ihr hier, wie gesagt, kaufen, Attribut verändern, entweder Chance oder Schaden, je nachdem, was ihr, wie ihr es braucht. Und Rüstungswert optimieren, da könnt ihr ein bisschen, ja, Ressourcen draufgehen. Der Daxon East Händler hat die RPK 74E Schwarzmark-Version mit einem Kennattribut LMG-Schaden von 15%. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr wie gesagt gerne kaufen und in eure Bibliothek abspeichern. Der Daxon South Händler, der hat hier SIG MPX mit einem Attribut Rüstungsschaden Maxwert plus die FAMAS 2010 mit einem Attribut, Rüstung, Schaden, Maxwert. Falls ihr das bei euch nicht habt, wie auch schon bereits erwähnt, speichern, übertragen, verwenden. Der Darkzone Westhändler hat der Virginia mal wieder anzubieten. Die Werte sind unterirdisch, aber da es ein seltenes Gewehr ist, vielleicht gibt es manche unter euch, die das brauchen. Dann gibt es hier einen Maxwert Schaden durch kritische Treffer für die Handschuhe zu kaufen. Dafür müsstet ihr, wie gesagt, in die Darkzone und die Darkzone-Währung kaufen. Dann war es das zu den Händlern. Wir gucken uns, wie die Season aussieht. Die Season sieht so aus. Wir haben noch 6 Tage, 15 Stunden die Liga. Nicht wirklich was gemacht. 10 von 60. Egal. Dann wiederbelebt ist beendet. Plus, wir haben einen neuen Bekleidungsevent bekommen. Da bin ich ja, habe ich da richtig Bock drauf. Und zwar, da sind so Sachen drin, die mich wirklich interessieren. Das nicht wirklich, aber das hier. Guckt euch das mal eben an. Sieht das cool aus, oder nicht? Oh, jetzt habe ich einen Delta bekommen. Hab mir zu viel angeschaut gehabt. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Und zwar sieht das nicht geil aus. Ich find's mega. Ich find's ein bisschen mehr massiver, hätte mir das Ganze noch gewünscht. Aber das schon mit dem Netz sieht schon cool aus. Dann gibt es die Weste. Die Weste sieht auch ganz cool an sich. Der Rucksack. Klein, aber fein. Gar nicht so schlecht. Stiefel.
Augenklappe, okay. Nicht schlecht. Die Weste auch gar nicht so. Eieiei. Na gut, sieht alles gar nicht so schlecht aus. So sieht die Season aus. Dann wollte ich mir unbedingt noch die Tinkerstation angucken. Und zwar basteln. Ich will etwas verändern. Und zwar, was habe ich denn? Die Gruppo Brust. Mal gucken, schauen wir mal eben an, wie sie das verändert haben, ob man direkt halt das Teil oben hat. Jawohl, so soll es sein. Direkt das Teil oben, was man als erstes anhat. Dann Sturmgewehre, Igelbärer. Ja, perfekt. So sollte es sein, damit man nicht lange suchen muss. Dann gucken wir uns mal eben an, ob wir den neuen Händler. Da ist mein Snitch Ich mal habe wieder, der neue steht immer hier. Aufträge. Ja, hast Aufträge jetzt. Oh, Was ist okay, mal los? mehrere. So. Die sind hier auf der Seite und da haben wir ja schon. Händler hat geschlossen. Danny Weaver. Verkäufer öffnet in 15 Stunden. Ei, guck dir das mal an. Ja, um 9 Uhr morgen, so wie es scheint. Dann gibt es Cassie. Genauso 15 Stunden. Also beide öffnen um gleicher Zeit. Funktionieren beide gleich. Ja, und da ist der Stand, wo die sich befinden diese Woche. Und wie ihr auch schon mal ein Video dazu gemacht habt, wie man den Snitch findet, werde ich für euch verlinken. Das war's von mir, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen. Was ist denn da? Da ist doch niemand. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.